Sturm mit David Trezeguet, der gegen Lecce, gegen die Süditaliener, nur für ein paar Minuten eingewechselt worden war. Hoffnung groß bei allen Anhängern von Juventus Turin, dass Juve den 7-Punkte-Vorsprung auf Platz 2 wiederherstellen würde. Genua hatte davor schon gewonnen. Alessandro Del Piero, zweite Minute, die erste kleine Gelegenheit für die Bianconeri. Halb Schuss, halb Pass auf David Trezeguet. Entspannte Miene noch beim Trainer, bei Didier Deschamps, der immer noch nicht weiß, ob er bis 2008 hinaus seinen Vertrag verlängern wird oder doch erstmal wechseln wird. Dann der Schuss von Pavel Nedved aus der Distanz. Viele, viele Schüsse, gerade vom Tschechen, meistens so aus 20 Metern Entfernung, prüfte er den slowenischen Nationaltorwart Samir Andanovic. Juve druckvoller, mit besseren Kombinationen und natürlich auch immer wieder mit gefährlichen Standards. Camoranesi, Del Piero und wieder Andanovic, der langsam zum Killer wurde für die Bianconeri, die das Spiel ganz klar im Griff hatten. Wunderbarer Freistoß von Mauro Camoranesi, der vergangene Woche noch glänzen konnte durch einen Treffer gegen Lecce. Und Del Piero nur zweiter Sieger gegen Andanovic. Dann der Ball auf Camoranesi von Balzaretti. Auch er gegen Lecce mit einem Tor. Der italienische Nationalspieler, der seinen Vertrag eventuell noch in diesem Monat bis 2010 verlängern will. Schöner Pass. Balzaretti auf Nedved. Nedved vorbei an allen. Und dann kommt Andanovic raus. Strittige Situation. Ciampi war unmittelbar daneben gestanden und sagte, kein Elfmeter. Hier erstmal wunderbares Solo gegen Pagano und Porchia. Und dann kommt er rausgerutscht. Trifft den Ball, aber auch Pavel Nedved. Man hätte Elfmeter geben können, auf jeden Fall. Juve erhöhte das Tempo. Mit Pavel Nedved, schöne Kombination. David Trezeguet und Porchia ist dazwischen. David Trezeguet, es wollte einfach nicht fallen, das 1:0. Anfang März beim 4:0 gegen Piacenza hatte er das letzte Mal getroffen. Seitdem der Franzose weit unter seinen Möglichkeiten. Wir sind in der Nachspielzeit. Das ist Cascione mit der ersten Chance für Rimini. Nach mehr als 45 Minuten gespielt. Emanuel Cascione, zweimal schon erfolgreich gewesen in dieser Saison für die Mittelitaliener. Und immer noch nicht Schluss. Birindelli, schönes Tackling. Und dann bringt er den Ball direkt auf David Trezeguet. Die Querlatte, wieder war es nichts mit seinem 10. Saisontor für den französischen Nationalspieler. Dann war die erste Halbzeit vorbei. 0:0 Juve gegen Rimini. Hier nochmal die Aktion von Birindelli, der den angeschlagenen Jean-Alain Boumsong vertrat. Und da wären sie alle machtlos gewesen. Es gab Tumulte kurz vor Anpfiff der zweiten 45 Minuten. Federico Balzaretti hatte den Schiedsrichter beleidigt, musste mit Rot vom Platz. Dementsprechend Sebina dabei. Del Piero, zweite Halbzeit, eröffnete sie gleich mit einem wunderbaren Freistoß. 51. Minute, da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Samir Andanovic. Nur 3 Gegentore in den letzten 10 Spielen hatte Rimini einstecken müssen. Warum? Seit dieser tolle Schlussmann. Juve inzwischen ganz klar Feld überlegen. Es spielte nur noch eine Mannschaft. Del Piero an 3, an 4 vorbei. Pavel Nedved, 8 Tore hat er schon geschossen in dieser Spielzeit. Aber der Treffer, er wollte einfach nicht fallen. Juve hat 5 der letzten 6 Spiele gewonnen. Immer wieder aufgrund der tollen Offensive. Aber egal, was sie probierten, Rimini hielt gut dagegen. Und sie waren ja ein Mann mehr. Und wären um ein Haar in der 75. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Die Chance von Valiani nach feiner Vorarbeit von Biagio Pagano. Valiani, es wäre sein erstes Saisontor gewesen. Da haben sie zum ersten Mal nicht gut aufgepasst. Legrotali und Sedina. Nachspielzeit. Juve drängte auf das Tor. Aber es blieb am Ende beim 0:0 selbst. Rafa Palladino, der zwischenzeitlich eingewechselt worden war, konnte daran nichts ändern. Alle sind sie am Ball vorbeigerutscht. Wir sind am Ende. Doch nur noch 5 Punkte Vorsprung für Juve auf Genua. Es kommt zum Showdown. Kommenden Samstag die Bianconeri gegen Genua, natürlich hier bei uns.